Jetzt darf ich Ihnen unseren Oberbürgermeister ankündigen. Ulrichert, ein bisschen verspätet, so ist das bei wichtigen Menschen, die haben auch andere Termine am Sonntag. Aber wir freuen uns, dass er jetzt hier ist und das Brückenfest jetzt offiziell eröffnen wird. Herr Richard, ich übergebe Ihnen mein Mikrofon. Ja, vielen Dank. Es tut mir leid, dass ich etwas zu spät gekommen bin, aber ich habe heute Morgen schon zwei Termine gehabt. Aber wie gesagt, jeder Mensch ist ja wichtig, nicht nur der Oberbürgermeister. So ein Brückenfest funktioniert nur dann, wenn eben viele Menschen hier hinkommen und auch ja, den Stadtteil, auch die Bahnstadt dazu annehmen. Der Brückenfest, das letzte haben wir vor zwei Jahren abzuhalten. Da war ich noch kein Oberbürgermeister gewesen. Deshalb bin ich natürlich jetzt sehr froh, dass ich das heute als Oberbürgermeister machen darf. In den zwei Jahren ist natürlich in dieser Stadt, nämlich in diesem Bahnstadtbereich, sehr viel passiert. Sie sehen immer wieder, wie stark die Wohnbebauung heranwächst. Der Studentenheim auf der Seite links ist auch kurz vor der Fertigstellung. Viele Straßen sind vor der Fertigstellung. Was natürlich immer wieder Ärger, auch an mich selber, wenn was herangetragen wird. Die Brückenkonstruktion habe ich glücklicherweise auch eröffnen dürfen, aber wir haben natürlich immer Schwierigkeiten mit Aufziehen, mit Rolltreppen, all das, was im öffentlichen Bereich ist. Ja, wenn dann Tritt vor dem Aufzug für die Türe nochmal stattfindet, dann funktioniert auch immer der Aufzug nicht. Also da müssen wir daran arbeiten, wir wollen auch da nochmal Wachpersonal installieren, aber es geht eben auch, wir müssen uns aufeinander aufpassen, dass das eben nicht passiert. Vor einigen Tagen habe ich dann auch die Ehre gehabt, hier vor der Gaststättenstraße noch die Gaststättengebäude und auch noch die Ausbesserungshalle, das ist die Halle, die neben dem Campus da entsteht, auch nochmal quasi einer Projektgesellschaft zu überreichen. Dort wird dann auch Wohnbebauung stattfinden, beziehungsweise Dienstleistungsbereiche, Büros, auch ein bisschen Fitness dabei, wobei natürlich diese Fitnesscenter heutzutage eine ganz andere Funktion haben. Sie sind ein Bestandteil gerade auch bei jüngeren Menschen quasi ihrer Lebenskultur. Deshalb passt das dann ganz gut. Und bei der großen Ausbesserungshalle werden eben Unternehmer angesiedelt, die auch zum Campus passen, also zur Technischen Hochschule. Deshalb bin ich sehr froh, dass wir für dieses große Projekt, das ist eine relativ große Bausumme, insgesamt fast 35 Millionen, dass wir dort einen Entwickler gefunden haben. Mein Lieblingsgebäude, das ist hinter uns, das ist nämlich das Kesselhaus. Auch da, wie gesagt, die Veräußerung hat ja relativ lange vorher schon stattgefunden, aber wir haben jetzt eine Lösung gefunden. Es bleiben zwei Kessel erhalten, oben drüber kommen Wohnungen rein und wir haben ein bisschen Gastronomienutzung gemacht. Das könnte gleich auch alles noch näher, das wird dann auch präsentiert hier, sich auch nochmal, da können Sie auch nochmal neue Informationen bekommen. Also insgesamt bin ich unheimlich froh, dass wir jetzt auch langsam noch immer wieder zügig vorankommen. Und natürlich das große Bauvorhaben auf der anderen Seite, Weststraße, Westbereich, da hatten wir zwischendurch die Probleme gehabt. Das muss ich auch nicht, Oppland ist extrem stark bombardiert worden im Zweiten Weltkrieg, also Ende des Zweiten Weltkrieges. Es sind unheimlich viele Bomben drumherum abgelegt worden, die auf den Luftbildern zwar teilweise identifiziert worden sind, aber nicht alle. Und eben da müsste man jetzt besondere Vorsicht walten lassen. Es war immer ein Sprengstoff als Experte vor Ort bei den Bauarbeiten, hat aber dazu geführt, dass wir ein bisschen in der Verzögerung sind, aber wir denken, dass wir das schaffen, sodass wir nächstes Jahr dann eben auch schon langsam anfangen können, die Baufelder, also da kommen fast 400 Wohnungen hin, mit auch Büroflächen, Einzelhandelsflächen, viele Grünanlagen, auch neue Wegeführung, dass das dann alles so auch wieder zusammenwächst. Also Sie sehen, es hat sich einiges getan in den letzten 12 Jahren und ich hatte ja oft Veranstaltungen hier, man muss sich das immer wieder vor Augen halten. Vor 12 Jahren, ich weiß nicht, wann das Ausbesserungswerk den letzten Arbeitstag gehabt hat. Mein Vater war ja selber Industriearbeiter beziehungsweise bei Guppermann, ich kenne das sehr wohl, bei Guppermann ist ja damals dann auch von Thyssen übernommen worden und das ist natürlich mit unheimlich viel Leid auch für die Arbeiter dann eben in Werken auch verbunden. Das geht um Familiensituationen, auch hier war dann auch genau so, dass die Arbeiter sich oder die Mitarbeiter sich gewehrt haben, was ihr gutes Recht, was auch vollkommen richtig war. Aber ich finde es eben auch gut, dass nachdem, wo das Ausbesserungswerk dann geschlossen ist, dass wir wirklich nach den vielen Jahren dann hier stehen, auch an diesem Platz und wirklich sehen, dass wir einiges erreicht haben. Und für mich persönlich das Wichtigste ist eben, dass die Menschen sich hier in dem Ostbereich eben auch wohlfühlen und dass wir dann auch die Innovation und das Zusammenleben eben aufladen. Das funktioniert. Das finde ich, wie gesagt, eine ganz herrliche Sache. Ich bin abends öfters auch bei den Portugiesen hier drüben, da sitze ich abends hin, esse ein bisschen was Kleinigkeiten, da meine ich immer, ich wäre im Urlaub. Also wieder eine ganz schöne Sache. Heute auch wieder Ehrenamtskurse. Was wäre die Stadt Leverkusen ohne die Ehrenamtler? Die Shanties ist ja zwar jetzt ein Freizeitclub, sage ich immer dazu, aber es ist ja schon mehr. Mehr ist auch Ehrenamt. Ich finde gerade bei Gartenfesten, da haben wir es ja letztes Mal gesehen,
all das, wo man sich einbringt, alles ist ja im Prinzip verzahnt sich ja untereinander. Und wenn ich das Ehrenamt quasi nicht habe oder hätte in dieser Stadt mit all diesen ganzen Organisationen, mit den kleinen Organisationen auch, würde die Stadt quasi nicht funktionieren, muss ich sehen, muss ich einfach sagen. Sie kennen auch die Haushaltssituation, die ist eben sehr schwierig in Leverkusen, aber es ist eben eine Herausforderung, das schaffen wir gemeinschaftlich. Das weiß ich auch, ich habe unheimlich viel positiven Zuspruch, was das Miteinander betrifft. Und deshalb unterstütze ich natürlich das Ehrenamt von Herzen, all das, was in meiner Macht steht und in der Stadt Leverkusen. Ja, die Frau Reuters ist heute nicht da, wir haben ein sehr umfangreiches Programm, ich habe das nicht sehr raus, weil das könnt ihr auch nochmal lesen. Das wäre dann auch zu viel. Ich sollte normalerweise mit der Bibelbahn gleich fahren, aber ist schon unterwegs und hinterher auch ein bisschen schwierig. Ich werde also ein bisschen damit da hierbleiben. Ich freue mich auf diesen Tag, auf die interessanten Gespräche. Ich glaube, ich werde auch ein Podium nochmal zum Thema Kesselhaus. Also ich persönlich finde das unheimlich schön, muss ich sagen. Also einen schönen Tag. Gleich kommt die Sonne wieder raus und viel Verzehr. Wir haben schöne Musik draußen. Ja, und einen wunderschönen guten Tag noch. Ja, tollen informativen Worte, auch das war ja nochmal eine tolle Zusammenfassung. Wir sehen uns um 13:30 wieder hier, dann reden wir über das Kesselhaus, dann erfahren Sie, was mit dem Kesselhaus alles passieren wird. Und auch schon mal als kleiner Vorgeschmack, auch da ist nochmal eine Gastronomie geplant. Dann hören wir uns wieder hier um 13:30. Vielen Dank.